Okay, wir haben schon gesehen, die Bremsen haben eine enorme Belastung zu tragen. Deswegen muss man sich was einfallen lassen, wie kann man sie unterstützen. Und dafür benutzt man den Reverse-Schub. Was man braucht, ist umkehren. Also ein Teil von der Luft, die hier rausgepustet wird von den Triebwerken, wird nach vorne geleitet. Und dann diese Luft sollte das Flugzeug bremsen. Und das ist ein großer Beitrag bei der Bremsung von einem Flugzeug. Und so funktioniert es. Hier sind wir bei der Landung. Und dann öffnet man hier eine Klappe und hinten macht ein bisschen zu, sodass die Luft, die von den Fan kommt, von diesem Ventilator hier, wird es nach vorne geleitet. Und hier habe ich gesucht, das ist ganz besonders zu sehen, weil die Landebahn war nass und dann kann man sehen, wohin geht die Luft. Da kann man schon sehen, die Luft geht nach vorne. Und hier kann man schon sehen, das schiebt viel Luft hier und hier wird es wieder gesaugt. Da können Sie sich schon vorstellen, das ist etwas Gefährliches. Wenn etwas hier wäre, diese Druck an Luft würde es hochheben und hier wird es gesaugt und damit könnte man diese Triebwerke beschädigen. Deswegen, Airbus A380 hat diesen Reverse-Schub nur hier, draußen nicht. Weil diese Flugzeuge sind so breit, dass diese Triebwerke normalerweise außerhalb von der Landebahn ist und dann könnten sie Steine oder wer weiß was für Dinge saugen, die da sind. Deswegen sind die Bremsbeläge bei Airbus kritischer als bei den großen Airbus, bei den 380, kritischer als bei anderen großen Flugzeugen, weil sie nur in den inneren Triebwerken diesen Reverse-Schub haben. Etwas anderes, das Sie sehen sollen, ist, um zu bremsen, muss der Pilot Vollgas geben. Also fast maximale Leistung von dem Triebwerk und diese Luft wird nach vorne gepustet. Also das ist eine enorme Belastung für diese Schaufeln hier. Der Luftdruck von hier, ein Teil hier ist zu und die Luft muss nach vorne umgelenkt werden. Also da können Sie sich vorstellen, das ist die höchste Belastung, die diese Schaufeln ertragen müssen. Aber das ist nötig, sonst belastet man zu viel die Bremsbeläge. Gut. Und am Ende, wenn wir schon genügend Geschwindigkeit verloren haben, der Rest kann man schon mit Bremse machen, dann macht man das wieder zu und reduziert man den Schub. So. Und dann kann man schon den Rest einfach mit normalen Bremsen machen.